nicht einmal daran, mich hier zu begraben, Bastard. Hm. Ich bin verdammt nochmal zu alt, um euren Körper aus der Hölle zu schleifen. Bewegt eure Hand und lasst mich sehen. Ich folge euren Befehlen seit Jahren nicht, Lorat. Wieso sollte ich jetzt anfangen? Ihr hättet statt zur Kathedrale zu mir kommen sollen. Ich wäre für euch da gewesen. Hätte eure Bürde geteilt. Ich weiß. Und vielleicht wäre es mit Skosglen anders gelaufen. Und mit Jorin. War es genug? War es für ihn genug? Ja, mehr als genug. Es tut mir leid, Dornan. Was geschehen ist, ist geschehen. Was habt ihr vom Auge erfahren? Lilith hat versucht, mich zu fangen. Davor hat sie ein weites Flammenmeer überquert. Dahinter liegt das Reich ihres Vaters. Wir kommen zu spät. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir haben den Stein. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ich glaubte immer, wenn ich sterbe, seid ihr derjenige, der es beendet. Ihr hattet immer die ruhige Hand, nicht ich. Hört auf euer Bauchgefühl. Es hat uns bis hierher gebracht. Hat alles gegeben. Seine Heimat. Seinen Sohn. Und wofür? Ihr seid zurückgekehrt. Gut. Was meint er damit? Diese Bestie half mir, Lilith zu entkommen. Moment. Ich habe über solch einen Wolf gelesen. Nein. Mephisto. Ihr habt einem großen Übel vertraut? Vertrauen hatte nichts damit zu tun. Euer Freund kam zur Vernunft. Und du solltest das auch. Wenn Lilith meine Essenz erlangt, ist Sanctuario verloren. Wie lautet euer Plan? Keine Pläne. Ich biete nur meine Hilfe. Dies führt zur Kathedrale des Sassos. Doch ihr müsst euch beeilen. Lilith ist schon fast dort.
Ihr seid vor Lilith angekommen. Aber sie ist nahe. Was jetzt? Wir können einen Hinterhalt legen. Ich lenke sie ab. Ihr fangt sie im Seelenstein ein. Ein weiser Plan. Und ihr könnt den Stein bei mir lassen. Ich sorge dafür, dass Lilith eure Welt nie wieder bedroht. Irgendetwas stimmt nicht. Mephisto hat euch zu diesem Moment geführt. Wir sind in seinem Reich. Sollen wir wirklich tun, was er will? Im Vergleich zu Lilith ist er das größere Übel. Ihr wollt den Stein bei ihm verwenden? Denkt scharf nach. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, scheitern wir alle. Funktionieren. Wir fangen Mephisto im Stein ein und kehren zu Lora zurück. Dann versiegeln wir die Tore der Hölle hinter uns und lassen Lilith hier zurück. Sie wird euch fangen, ehe ihr entkommen könnt. Und wenn ich dann im Stein gefangen bin, wird sie sich meine Macht aneignen. Lasst euren Hass auf mich nicht die Vernunft übertönen. Nerell, meinen Gedanken zu Mephisto kann ich nicht trauen, aber euch kann ich vertrauen. Tut, was ihr für richtig haltet. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Beten wir, dass es funktioniert hat. Kommt nun. Lilith wird uns jagen. Ich muss es beenden. Ich werde Lorat finden. Wieder Ordnung schaffen. Wir warten bei der Kapelle auf euch. Ich will euch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Verstanden? Zeit.
bereit. Wir brauchen mehr Zeit. Zeit.
Sanctuario. War als Flucht aus dem ewigen Konflikt gedacht. Und doch sind wir erneut mittendrin. Ich habe euch freien Willen gegeben. Und ihr habt ihn vergeudet an einem Kreuzzug, den ihr nicht versteht. Ihr habt Tyrannei gewählt, als ich Frieden anbot. Ein schwaches Vermächtnis für meine Gabe. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Und er dürfte mehr kosten, als ihr bereit seid zu geben. Thank you.
Es ist geschafft. Lilith ist fort. Ist sie im Stein gefangen? Nein. Aber Mephisto, er hat uns geholfen, die Kathedrale des Hasses vor Lilith zu erreichen. Er war von Anfang an involviert, nicht wahr? Wir mussten das Risiko eingehen. Nein. Ich verstehe. Wo ist der Stein? Mirel, sie ist nicht zu euch zurückgekehrt? Nein. Sie muss bereits zur Wüstenkapelle gegangen sein. Folgt ihr. Schnell! Ich muss Donen mitnehmen und das Tor zur Hölle hinter uns versiegeln. Ich halte euch nur auf. Ihr schafft das nicht alleine, mein Freund. Wir kamen zusammen her. Wir verschwinden auch wieder zusammen. Jetzt sind wir wahrhaftig allein. Die Schöpfer Sanctuarius, Engel und Dämon, Vater und Mutter, sind tot. Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen. Ihr Konflikt ist ein Teil von uns. Das wird er immer sein. Aber ist an Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee, dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Dies sind keine Fragen für einen alten Mann. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist nicht mehr mein Kampf. Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst das, was wir hassen. Ich kann nichts weiter tun, als den Wanderer und Nerell vor Ratmas Schicksal zu bewahren. Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden. Sobald wir mit Nerell zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg. Wir müssen. Aus, Kleine, solange du kannst. Wir ziehen bald weiter. Sie ist fort. Warum hat sie nicht auf uns gewartet? Nein. Es wird dauern, bis sich die Verderbnis aus dem Stein ausbreitet. Sie muss aus einem Grund gegangen sein. Ja. Ja, so muss es sein. Yorin, Donen, wir haben so viele an den Hass verloren. Wir können nicht auch noch Nerell verlieren. Kommt schon. Wird das denn nie enden? Josef, was wollt ihr? Geh zur Seite. Ich bin wegen des Horadrim hier. Kann das nicht warten. Ich muss einen Freund begraben. Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett. Aber wer hebt eures aus? Tötet den Ketzer! Die Horadrim haben ihre dunkle Magie angewandt, um ein großes Übel in die Welt zu tragen. Übergebt dem Vater ihre sündigen Seelen und holt den Seelenstein zurück. Josef. Er rettete mich in Evesk. Sie waren nicht unsere Feinde. Das waren Narren. Ich habe keine Zeit dafür.
Ich gehe nach Skarsgård. Donan verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Lebenden in Gefahr sind. Weise Worte. Aber ich muss mein Versprechen halten. Deswegen müsst ihr vor mir gen Norden reiten. Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerell zum Gewölbe unterwegs sein. Findet sie und trefft mich dann in Donans Anwesen. Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier. Spazierte genau hier vorbei. Voller Schuppen. Das habe ich in der Spiegelung gesehen. Wir sind ganz nah. Ich kann dich retten, Mutter. Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung nicht. Ich dachte, ihr würdet mich mittlerweile besser kennen. Ich komme nach meiner Mutter. Wo es eine Spur gibt, gibt es auch einen Weg. Und ich werde ihm bis zum Ende folgen. Keine Spur von ihr. Aber dieser Brief war vorher nicht hier. Sie muss ihn hinterlassen haben. Warum höre ich die Schritte nur einer Person?
Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Chiffre zu lernen. Also hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie man sie entziffert, Lorat. Denn ihr seid jetzt der letzte Horadra. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horadrim hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würde, zu der ich werde. Es fällt mir gerade schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch und Dorman. Ihr wart keine allwissenden Horadrim. Ihr wart verbittert. Unsicher. Aber ihr wart immer wahre Freunde. Daran halte ich fest. Denn es gibt noch so viel zu tun. Eure Unvollkommenheit gab mir Hoffnung. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. Um uns ihm entgegenzustellen und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen gestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen, um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht erneut. Wünscht mir Glück, Lorat. Wenn alles so kommt, wie ich es mir erhoffe, werden wir uns niemals wiedersehen.
Ja.